Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Stream von VRTV. Wir werden heute live die LFS Masters euch präsentieren. Wir sind schon bei den Masters in der 16. Saison und das hier ist heute der 4. Lauf. Mein Name ist Sebastian Schmitz und ich werde heute euch den Anfang zusammen mit meinem Kollegen Stefan Hartmann. Hallo Stefan. Hallo. Ja Stefan, ich bin ja heute mehr so eine Art Gastkommentator, du bist in der Materie drin. Stell uns doch mal so ein bisschen an die heutige Kombination vor. Ja, also wir sind heute unterwegs auf Aston Classic Boot. Das ist noch eine recht junge Strecke, die gibt es noch nicht so lange. Das ist eine sogenannte Open Config. Vor ungefähr einem halben Jahr diese Möglichkeit dazugekommen. Und in dem Fall kombiniert es den Kadettkurs so ein bisschen mit dem National-Kurs. Wem das jetzt nichts sagt, also der Kadettkurs, das ist ein sehr, sehr kurvenreiches Unterfangen, auch mit vielen schwierigen Kurven drin, die wirklich eine Herausforderung bieten. Und der National-Kurs ist eher eine etwas schnellere Angelegenheit. So, die beiden sind jetzt hier in dieser Kombination eben zusammengefasst. Wir fahren heute 46 Runden auf der Strecke. Das dürfte nur so 90-100 Minuten dauern. Was wir jetzt zurzeit sehen, das ist noch ein kleines Vorbereitungswerk, was hier noch gestartet wurde. Die Quali beginnt erst gleich. Ja, fahren wird der sogenannte LX4. Das ist ein Open Wheeler, also halber Open Wheeler. Die vorderen Räder stehen frei. Und soweit ich weiß, ist das dein Lieblingsauto, oder? Ja, mir macht die unheimlich viel Spaß. Es ist halt wahnsinnig agil. Das Ding wiegt überhaupt nichts. Ich glaube, 500 Kilogramm oder so ohne Fahrer. Und hat dann auch verhältnismäßig ordentlich Leistung dafür. Also, ich finde es toll, ja. Es ist so ein bisschen ein Auto, woran sich die Geister scheiden. Das, entweder man liebt es oder man hasst es. Ich liebe es. Ja, und ich selbst habe mich in der Vorbereitung auch in das Auto gewagt am Montag. Und wie man jetzt hier auch sehr schön im Bild gesehen hat, es ist nicht ganz so einfach. Er hat etwas weniger PS als sein älterer oder sein größerer Bruder LX6, aber man muss ihn schon sehr sauber fahren. Gerade untersteuern wie auch übersteuern ist hier ein Thema. Eine saubere Linie, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Und was Herr Wagner aber sehr toll ermöglicht, und das ist, glaube ich, auch sehr interessant für die Zuschauer heute, es lassen sich unglaublich schöne und enge Zweikämpfe fahren. Ja, das ist richtig. Und da erwarte ich mir auch recht viel auch von der Streckenkombination eben, weil es durch die schnellen Streckenpassagen vom National-Teil eigentlich unheimlich viele Überholmöglichkeiten gibt. Und das Infield von Kadett halt trotzdem eine große Herausforderung bietet, wo man dann sicherlich auch noch viele Fehler sehen wird. Ja, wir sehen jetzt hier gerade in Führung den, das müsste der Stefan Zingler sein, hier in dem Ding, in dem weiß-roten, und der wird gerade überholt vom Christian Scheins. Und dahinter dann direkt der Ronald Großmann. Sag mal, das sind auch direkt drei Kandidaten, die wir auf jeden Fall heute auf der Rechnung haben müssen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir uns ganz einfach mal die Tabelle angucken, oder? Die aktuelle Meisterschaftstabelle. Jo, da können wir mal hinbringen. So, jetzt haben wir sie auch im Bild. Da sind jetzt im Moment an der Spitze ist der Florian Hinz mit 241 Punkten. Vor dem Ricardo Roman, dem Stefan Zingler und dem Björn Reichert. Jetzt, wenn man so die Abstände sieht, 10 Punkte, 23 Punkte, das sieht jetzt auf den ersten Blick vielleicht relativ viel aus. Aber wenn man das ins Verhältnis setzt zu den Punkten, die man alleine im heutigen Rennen dazu bekommen kann, das sind nämlich 100 für den Gewinner, dann merkt man, dass es da wirklich sehr, sehr eng zugeht. Gerade auch in den hinteren Plätzen. Stefan Fleming, Ronald Großmann, Lapp Holzheim, die sind alle sehr, sehr dicht beisammen. Also da geht es wirklich beinahe um jeden Punkt. Hier definitiv einer, auf den man aufpassen muss. Eigentlich ist der Peter Suschlik hier auf Platz 6. Das ist nämlich der Vorjahresmeister. Aber der hat zurzeit leider technische Probleme. Und vom letzten Rennen musste er das Rennen aufgeben aufgrund seiner Internetproblematik. Und auch heute ist er leider nicht dabei. Das wirft ihn natürlich erstmal weit zurück in der Meisterschaft. Aber
Meinst du, er kann das noch schaffen nach dem Rennen? Ja, ganz nach vorne an die Spitze der Tabelle. Also dem Peter traue ich eigentlich sehr, sehr viel zu, aber ich glaube, das wird schon eine relativ schwierige Angelegenheit. Es ist nicht unschaffbar, aber da müsste er sich schon wirklich reinhängen. Und es setzt natürlich auch voraus, dass seine Internetverbindung im nächsten Rennen wieder funktioniert. Das ist ja auch noch nicht klar. Dann erwartet wohl mit noch auf einen Ersatzrouter. Das scheint recht lange zu dauern. Auf eine Sache müssen wir definitiv achten. Das sind die Zusatzgewichte. Die sind ja hier auch schön eingeblendet, schön zu sehen. Es gibt die Regelung in der Masters, dass sobald man ein Rennen gewinnt, beziehungsweise recht weit vorne endet, gibt es nach einem exakten Schlüssel, kriegt man halt Handicap-Punkte, beziehungsweise Zusatzgewichte. Und das ist, glaube ich, also 36 Kilo hat der Ricardo Roman. Das merkt man doch ganz schön deutlich. Das merkt man sehr kräftig. Also ich habe im Vorfeld mal mit Danny Engels gesprochen, der heute übrigens zum ersten Mal in der Masters dabei ist. Und von dem erwarte ich mir eigentlich auch ehrlich gesagt heute so ein bisschen den Rennsieg. Das müsste er eigentlich packen. Und er hatte gesagt, also 30 Kilogramm könnte man so in etwa eine Sekunde abziehen. Also wenn man 36 Kilo im Auto hat, dann ist das schon eine ganze Menge. Dann nutzen wir doch die Gelegenheit und schalten mal gleich weiter zur Teamtabelle. Die ist nämlich auch ganz interessant. Und zwar ist es viele Leute, die jetzt denken, aha, BST East, das sind ja Teamnamen, das war aber in den letzten Saisonen nicht so. Das stimmt. Erst in dieser Saison ist es so, dass es eine Teamwertung gibt mit selbstgemachten Teams. Bis zur letzten Saison gab es die sogenannten Schicksalsgemeinschaften, die immer ausgelost wurden. Aber dieses Jahr haben sich da einige zusammengefunden und da sind einige ganz schön knackige Fahrerpaarungen dabei. Jo, gleich an der Spitze mit Zingler und Hinz, da sieht man auch gleich, die haben jetzt dann doch schon einen gewissen Vorsprung mit 119 Punkten. Der ist natürlich auch noch lange nicht uneinholbar. Wir sind ja erst im vierten Rennen, also drei Rennen gefahren. Aber es ist schon mal ein gewisses Polster. Und auch da hinten, dahinter Björn Reichert und Topka, die sind auf jeden Fall chancenlos. Ronald Großmann, Thorsten Holz, Ei, ist das die richtige Aussprache? Ich hoffe schon. Wenn nicht, verzeih es mir. Holzhai, glaube ich. Holzhai. Ja, okay. Das ist auch eigentlich eine ganz interessante Paarung. Da haben sich zwei Teams zusammengeschlossen und haben dann dieses gemeinsame Team gebildet aus HOR und NOX, kurz Hornox. Ich weiß nicht, ob der Name absichtlich so gewählt wurde oder ob das mehr so versehentlich rausgekommen ist. Und dann noch eine ganz wichtige Sache, weil ich lese es gerade schon. Wenn ihr uns natürlich kontaktieren wollt in irgendeiner Form, weil was nicht läuft, weil irgendwie der Sound zu laut ist, weil wir zu leise sind, weil kein Bild da ist, weil alles steht, weil gar nichts läuft, dann könnt ihr uns das natürlich gerne mitteilen. Wir sind für alles offen, gerne auch Kritik, was uns betrifft. Erreichen könnt ihr uns, aber nur über das, beziehungsweise was heißt nur, ihr könnt uns über das Forum von Virtual Racing e.V., während jetzt hier noch ein zweites Rennen gestartet wird. Zweites Trainingsrennen. Und über das Teamspeed. Da können wir uns auch anstupsen, das ist auch kein Problem. Weil da kam gerade schon die erste Meldung rein, dass der Motorensound ein bisschen zu laut ist. Da werden wir natürlich auch direkt was dran machen, damit wir euch heute die größtmögliche Qualität bieten können. Oder ich ziehe den Mixer. So, und haben auch schon den Sound angepasst. Wenn das jetzt besser sein sollte, dann wäre eine kurze Rückmeldung auch ganz nett. Ja, was wieder auf dem Programm gleich die Quali. Wir fahren heute nicht die Masters-übliche Wunder-Quali, sondern, Herr Hartmann? Ja, wir fahren ein recht gewöhnliches 15 Minuten
freies Fahren quasi. Also diesmal eben keine One-Lap, aber das ist auf dem Kurs auch während der One-Lap eine wirklich harte Angelegenheit. Aber hier sind doch schon sehr, sehr viele sehr, sehr schwierige Kurven vorhanden, auf denen man sehr viel falsch machen kann. Wenn man dann nur einen freien Schuss hat, dann ist das schon etwas haarig. Also ich glaube, die Fahrer sind ganz zufrieden, dass sie heute 15 Minuten frei fahren dürfen. Vielleicht sagen wir noch dazu, dass die Masters das sehr abwechslungsreich gestaltet. Also wir fahren nicht überall oder in jedem Rennen das gleiche Quali-Format, sondern es gibt die One-Lap-Quali, die klassische, dann die 15-Minuten-Quali und die One-Lap-Quali bis zum Top-5-Shootout. Also wenn ihr jetzt Neulinge seid und Interesse habt an den Masters, dann guckt doch einfach mal bei uns ins Portal motoracing.org unter LFS, LFS Masters findet ihr alle Informationen, die ihr braucht. Und natürlich steht der Stefan oder der Michael Scherer euch natürlich auch für alle Fragen sicherlich offen gegenüber. Na klar. Ja, es ist 19:57 und ich glaube um 8 Uhr sollte planmäßig die Quali losgehen. Richtig, ja. Aber noch 2 Minuten. Kann ich ja mal ein bisschen aus meinen Erfahrungen erzählen vom Montag, wo ich nämlich das Testrennen mitgefahren bin. Das war nämlich recht interessant. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen das Auto kennenlernen, und war aber schon das Testrennen am Start und ich bin da mitgefahren. Und ich muss echt sagen, es hat echt unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin da mit dem Christian Büttner und dem Christopher Wörste zusammen einen sehr schönen Fight gefahren. Ich hoffe, sie hatten genauso viel Spaß. Das können sie natürlich jetzt nicht beantworten, weil sie hoffentlich im Auto sitzen. Aber es war echt nett und ich glaube, der das Trainingsrennen gewonnen hat, das war der Ronald Großmann. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich hätte jetzt so spontan eher auf Matthias Wieseler getippt. Der ist nämlich am Montag mitgefahren. Das ist eigentlich einer von dem ziemlich schnellen. Der fährt aber in der Masters nicht mit. Der ist einfach nur so als Gast im Training dabei gewesen. Der hat auch übrigens die schnellste Runde auf dem Kurs aufgestellt, hat eine Trainingsbestzeit mit 1:15:43. Da bin ich auch mal sehr gespannt, ob die heute fallen wird im Rennen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil die Fahrer, die unterwegs sind, die haben ja doch alle Gewichte drin. Matthias hatte sein Auto leer. Also ich tippe eigentlich eher, dass wir uns im 1:16er Bereich bewegen an der Spitze. Aber das werden wir dann in Kürze sehen. Ja, und hier sind wir jetzt eigentlich, ich würde sagen, eigentlich am schnellsten Punkt müsste man sein, weil es ist das längste Vollgasstück gewesen, was man hier jetzt, wo man jetzt hier am Ende angelangt ist quasi. Aber dadurch, dass es so ein bisschen bergauf geht da hoch, ist man dann doch nicht am schnellsten, weil am schnellsten wird man dann doch auf Start-Ziel-Halb, habe ich gemerkt. Da oben fehlen einem gut 20 km/h durch den recht ordentlichen Anstieg. Aber das werden wir auch gleich in der Quali, werden wir uns mal eine Runde ganz genau von der Strecke angucken und da können wir das dann nochmal näher erläutern. Ja, und ich muss mich ganz kurz korrigieren, es ist natürlich keine 1 Minute 15 gewesen, sondern eine 2 Minuten 15. 1 Minute 15 wäre dann doch ein bisschen zu schnell. Ja, das verteile ich dir jetzt einfach mal, stellvertretend für alle Zuschauer. Das ist nett, vielen Dank. Ja, wir können ja noch kurze Zeit nutzen, um anzukündigen, dass es, wenn es heute alles klappt, davon gehe ich aus, wir auch noch einen Stream werden. Und zwar das Rennen. Jetzt habe ich es angekündigt und ich habe es gar nicht im Kopf. Es wird noch welches Rennen noch streamen? Ich glaube, es ist Lauf 8 mit Fox in South City, aber ich müsste jetzt richtig, ehrlich gesagt auch mal kurz. Das hört sich sehr plausibel an. Das wird nämlich dann, denke ich mal, auch ein großes Rennen. So, und jetzt starten wir hier in die Lobby und das ist, denke ich, das Zeichen, dass die Quali jetzt gleich losgeht.
So ist es ja. So, dann können wir jetzt unten rechts, seht ihr die ganze Streckenkarte von Aston, weil es halt eine Open Config ist, aber wir haben natürlich auch eine Streckenkarte vorbereitet, die das etwas genauer beschreibt. Hier. Machen wir sie mal an, da sehen wir sie. Ja, die Strecke ist also, wenn man das so sieht, mit einigen langen Passagen, aber auch mit einigen engen Kurven bestückt. Und wir fahren durch die legendäre Eau Rouge von Aston. Und das ist wirklich eine Kurve, die hat es in sich und die hat es auch mit dem LX in sich. Und da werden wir heute, denke ich, auch einige spannende Stellen oder Manöver sehen. Wem jetzt Eau Rouge in Aston nichts sagt, der muss einfach noch ein bisschen ran haben. Das zeigen wir nämlich gleich, welche Kurve wir meinen. So, mit dem Herrn Sebastian Nose, mit dem ich auch sonst öfter kommentiere, schließen wir mal kleine Wetten ab, Stefan, damit das Ganze auch interessant wird. Wer sagst du, gewinnt jetzt gleich die Quali? Oh, die Quali. Also, es ist ja natürlich ein bisschen so, wir haben ja auch noch Danny Engels im Rennen. Ich würde fast auf ihn tippen. Es ist halt so ein Fahrer, den ich noch sehr schlecht einschätzen kann. Auf der einen Seite weiß ich, dass er sehr, sehr schnell ist. Auf der anderen Seite habe ich ihn im Masters auch noch nie gehabt. Und ich weiß auch nicht, wie gut er sich vorbereitet hat. Aber ich tippe einfach mal auf Danny Engels. Ja, damit, das ist natürlich sehr, sehr schlüssige Argumentation von dir. Danny Engels ist ja, ich denke mal, einer der bekanntesten LFS- oder Simracing-Fahrer in Deutschland. Deshalb würde ich jetzt was auch auf ihn gehen, aber da ich ihn nicht einschätzen kann, denn ich weiß, dass wir einige sehr starke Fahrer hier haben, sage ich jetzt Ronald Großmann. Und wir setzen 5 Euro, ist das okay? Oder wollen wir direkt einen Kasten Bier? Moment mal, du kriegst doch sowieso schon noch eine Kiste Bier von mir. Das ist richtig, die will ich auch noch haben. Alles klar, dann machen wir da, kommt da eventuell noch eine weitere dazu oder wenn ich Glück habe, kann ich mir meine Kiste Bier selber trinken. Das wäre natürlich, aber geteilte Freude ist doppelte Freude, ne? Wenn du gewinnen würdest, würdest du mir doch bestimmt einen Satz abgeben. Ah, ich bringe mit nach Moosburg. Alles klar. Ja, da geht's raus, der erste auf der Strecke, das müsste der Stefan Zingler sein. Gucken wir mal kurz auf alles. Ja, Stefan Zimmer ist der Erste, der hier jetzt sich aus der Box gemacht hat. Jetzt geht es natürlich einmal um die ganze Strecke rum und dann muss er sich natürlich ein bisschen warm fahren. Ich weiß nicht, Stefan, kannst du das einschätzen? Sind die Reifen wirklich in der ersten schnellen Runde schon auf Temperatur für eine richtig gut gezeitete Runde oder müssen wir auf die richtig schnellen Runden dann noch eine Runde warten? Also ich bin mir jedenfalls sicher, dass nach der Einlaufrunde alle schon versuchen werden, eine schnelle Runde hinzulegen. Ich glaube nicht, dass da jemand eine zweite Aufwärmrunde fährt, aber ich denke, dass die Reifen dass ihnen eine weitere Runde ganz gut tut. Und ich glaube hier nicht, dass jemand nach der ersten Runde wieder in die Box abbiegt. Wir sind hier on board bei Stefan Zingler und ich denke mal, dass wir jetzt gleich die Chance nutzen werden, mal eine Runde dann auch mit Erläuterungen mitzufahren. Wir brauchen noch ein bisschen bis Start und Ziel und dann geht's eigentlich mal los. Teamkollege von Stefan Zingler nutzt Erläuterungen, wenn einer das nicht mitbekommen hat, ist der Florian Hinz. Das ist nämlich der Tabellenführer. Also wir haben hier wirklich zwei schnelle Fahrer für den BST East. Eisen, glaube ich. Und da können wir auf jeden Fall auch gespannt sein, wie sich denn das auch weiterentwickelt mit der Tabelle. So, jetzt übergebe ich einfach mal an Stefan, weil gleich beginnt die Runde. Ja, jetzt sind wir hier auf der Anfahrt zur Start-Ziel-Schikane. Die ist schon relativ wichtig, um jetzt auf der schnellen Runde genug Geschwindigkeit mitzunehmen. Da bremst man früher an, als man es warten würde und versucht dann hier möglichst gerade durchzukommen. Das ist ihm hier auch ganz gut gelungen.
ja, ein bisschen Zeit verloren da. Und dann geht es eben auf die lange Gerade raus. Da verliert man eben noch viel Zeit, wenn man vorher in der Schikane ein bisschen was liegen gelassen hat. Jetzt die Anfahrt auf T1. Bremst man so jetzt nach der Brücke an. Hier hart in die Eisen und dann muss man hier ein bisschen aufpassen, da kommt gerne das Heck. So, die folgende Doppel-Links ist extrem schwierig anzufahren, das sieht man jetzt hier vielleicht auch im Cockpit ganz gut, weil man eigentlich vollkommen blind einlenkt und dann diesen zweiten Apex, den man erst ganz spät sieht, dann noch irgendwie treffen muss. Das gelingt mir sehr gut. Und dann geht schon wieder raus, da gleich Richtung Eau Rouge. Das ist die Kurve, die Bastian vorhin schon angesprochen hat. Ich glaube, man sieht auch sofort, warum die Kurve so heißt. Da ist doch eine gewisse Ähnlichkeit nicht abzusprechen. Die Kurve geht nicht ganz Vollgas, aber man kommt recht nah ran an Vollgas. Das ist so ein bisschen, wie viel Mut man dabei aufbringt. Also wenn man es jetzt ein bisschen rausdriftet am Ende, dann kann es halt auch ganz furchtbar schief gehen. Ja, hat er jetzt ein bisschen langsamer gemacht, glaube ich. Und jetzt befindet er sich schon wieder auf der langen Gegengeraden, auf der man aber eben nicht die Topspeed erreicht, weil es doch sehr kräftig bergauf geht. Jetzt geht es Richtung Zahnbürstenkopfkurve. Anbremsen bei 100 und dann muss man hier wirklich gucken, dass man hier sehr weit innen in den Körper kommt. Da gibt es nämlich ein leichtes Banking und das sollte man mitnehmen. Und dann geht es wieder Richtung Start-Ziel-Schikane. Jetzt bin ich gespannt, wie wir gleich seine erste Zeit hier mal setzen, was da rauskommt. Jo, eine 2.17.24. Ich würde sagen, da ist noch ein bisschen Verbesserungspotenzial drin, aber schlecht war die Runde auch nicht. Ja, das war eine Runde mit Stefan Hartmann. Das erlebt man auch nicht alle Tage. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Wir haben quasi den LX4-Gott hier mal mit einem Kommentar vom LX4-Gott hier eine Runde gefahren zu sein. Wir gucken jetzt mal ein bisschen. Danny Engels, von dir schon angepriesen, zurzeit auf der 2 mit einer 2.18.0. Aber auch die anderen sind nicht gerade, sind nicht viel schneller. Wir sehen hier Jonas Lapp auf der 3 mit einer 2.18.11, Klaus Neumann 2.18.3. Also ich würde mal sagen, da ist noch Luft nach oben. Oder was natürlich auch sein kann, ist, dass der Wind ungünstig steht. Wenn der nämlich bei diesen Leichtautos mal aus der falschen Richtung kommt, dann können die Rundenzeiten schon mal ordentlich nach unten gedrückt werden. Aber ich denke mal, wir warten einfach mal nächsten Runden ab, ob sich da noch einige verbessern und dann wissen wir mehr. Ja, also Dani hat auf jeden Fall noch ordentlich Luft. Von dem habe ich auch schon im Training eine tiefe 17er gesehen. Also da müsste er eigentlich auch noch in die Regionen kommen. Mal gucken, ob wir ihn gerade finden. Das war er. Das ist Danny Engels. Da haben wir ihn im Bild. So, er ist jetzt auch hier in der zweiten Runde. Wir sehen jetzt gleich in ein paar Runden. Also Stefan Zingler wird jetzt seine zweite Runde beenden und dann direkt Danny Engels. Haben wir echt coole Vergleichswerte, wie es denn jetzt aussieht. Achso, wir können hier auch noch die Zeitenliste auch einfach mal für euch einblenden. Dann könnt ihr das auch ein bisschen nachvollziehen, was wir hier so erzählen. Ja, und so wie es aussieht, keine Verbesserung für Stefan Zingler, aber Danny Engels mit einer 17.5
Ricardo Hohmann auf die 3 vorgefahren, 17,6. Ben Reichert auf der 4. Und dann auch Christian Büttner, Christian Scheins. Ja, aber erstaunlicherweise geht es noch nicht weiter runter. Die sollten mit dem Sprit fahren, ja. Jetzt hier Thorsten Holter hat mittlerweile auch eine neue Bestzeit gepostet mit 1:17, mit 2:17:18. Das ist auch so ein bisschen einer von meinen Geheimfavoriten. Er zeigt immer, was er kann, aber wenn er was zeigt, also wenn es mal richtig rund läuft, dann kann er auch mal ein Rennen gewinnen. Oh, ja, wenn er hier jetzt gerade. Ja, und obwohl noch nicht viel umgefahren worden sind, haben wir nur noch 6 Minuten 33. Ja, es ist halt eine knackige Quali, schnell, da muss man flott auf seine Zeit kommen, wenn man hier was den Asphalt brennen will. Aber ich denke, wir werden noch ein bisschen was sehen, also 6 Minuten, da kann man noch ein paar Runden fahren. Wie der Stefan ja auch schon sagte, Start Sprit heißt, ich denke mal, dass viele vollgetankt hier die Quali fahren, damit sie halt auch das, was sie am Anfang der Quali im Tank haben, ist halt auch ihre Tankfüllung für den Start. Und wenn man natürlich, ich glaube, man muss einmal tanken, aber zweimal wäre blöd, deshalb sollte man den Tank schon ordentlich voll machen, 90 Minuten. Einmal tanken, das steht auf dem Plan, oder Stefan? Ja, es geht leider ganz knapp nicht auf. Ich glaube, man braucht irgendwie 106% oder so an Tankinhalt, um einmal rumzukommen. Also um den Boxenstopp wird man nicht rumkommen. Die Reifen sind weniger ein Problem. Da sind sich eigentlich die Fahrer alle einig, dass sie die 46 Runden auch durchhalten sollten. Also es wird dann wahrscheinlich sehr, sehr kurze Boxenstopps hier noch geben. Wenn die Engels jetzt vor auf die 2, vor Stefan Zingler mit einer 17,22, also die 17 sind dann doch die Zeiten, die wir hier sehen, aber Danny Engels ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, wie du es schon prophezeit hast. Wer jetzt noch so ein bisschen frühelt, das ist halt mein Tipp, das war der Ronald Großmann, der ist zurzeit nur auf der 27 mit einer 2 und da geht's nach vorne auf die 5 mit einer 2:17:49. Also ihr habt es wieder gerade gerückt, gerade wollte ich sagen, aber 2:25 hat, aber jetzt 2:17. Also auf der 5 sieht also auch ganz gut aus. So, und jetzt war auch mal Thorsten Holzer im Bild, der im Moment, nein, der jetzt nicht mehr die Führung hat, jetzt mittlerweile die erste 2:16er Zeit von Christian Scheins. Ist er jetzt an Thorsten Holzheim vorbeigegangen, der immer noch eine 2:17:16 da stehen hat. Da hat er ihm fast eine halbe Sekunde abgenommen und das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt schon etwas. Wobei Christian Scheins einen Vorteil hat, sehe ich gerade hier in meiner Liste, er ist ohne Gewichte unterwegs. Ja, ich glaube auch Christian Scheins ist einer, der sich mit dieser Kombination sehr gut anfreunden kann. Christian, ja, generell würde ich schon sagen, schneller Mensch, aber für ganz vorne hatte ich ihn jetzt eigentlich nicht auf der Rechnung. Aber er zeigt ja wirklich gerade eine gute Leistung. Wenn er das jetzt gleich im Rennen dann auch umsetzen kann, ist er, denke ich mal, auch ein Kandidat für den Sieg. Eine ganz wichtige Sache bei der ganzen Nummer ist aber natürlich Konstanz. Das mag vielleicht ein bisschen langweilig klingen, wenn man das immer so hört in Übertragungen von solchen Rennen, aber das ist wirklich eigentlich das Kernelement zu einem Langstreckenerfolg, weil solange man schnelle Zeiten fährt, aber immer nur jede zweite Runde und die Runden dazwischen sind dann 5 Sekunden langsamer, bringt einem das recht wenig. Und vor allen Dingen darf man das Auto ja auch nicht in die Wand setzen. Also wer heute hier das Rennen gewinnt, der muss nicht unbedingt die schnellsten Rundenzeiten fahren. Also bin mal gespannt auf das Rennen, aber ich denke mal, auch die Qualität im Fahrerfeld ist ja recht hoch. Deshalb kommen, denke ich, auch ziemlich viele für den Sieg in Frage. Wir müssen natürlich gucken, wie sich das gleich entwickelt. Ja, das ist zweifellos so, natürlich auch eben durch die Handicap-Gewichte.
wird das Feld an der Spitze doch relativ dicht, sodass hier wirklich relativ viele Siegkandidaten unterwegs sind und auch Christian Scheins. Ja, ich würde nicht abschreiben. Das ist. Er ist nicht der Allerschnellste, also er ist sicherlich jetzt nicht so der typische Masters-Gewinner, aber er bringt sehr, sehr viel Erfahrung mit und das ist auf der Strecke nicht unwichtig. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir ihn am Ende in der Top 3 sehen werden. Mittlerweile drei Fahrzeuge in dem 16er-Bereich. Scheins auf der 1, Danny Engels mit einer 16.62 und Stefan Zingler mit einer 16.86. Florian Hinz vielleicht noch erwähnt, der aktuelle Führende der Meisterschaftstabelle ist nur auf einem 14. Platz mit einer 2.18.15, aber ich glaube, er hat auch ganz schön zu kämpfen mit den Kilos. Jo, 32 Kilo im Auto. Wenn es stimmt, was Danny am Anfang gesagt hat, dann kann man da eine Sekunde abziehen, um ihn mit dem Christian Scheins zum Beispiel vergleichen zu können. Bisschen schade, da sollten wir vielleicht gleich beim Rennstart darauf achten, dass wir im Moment nicht wissen, was für ein Wind herrscht. Weil das ist eigentlich auch wirklich auch immer ein sehr entscheidender Faktor. Wenn man da an der falschen Stelle Gegenwind hat, dann kostet das schon richtig Zeit. Es drängt einen auch aus den Kurven dann eventuell raus, wenn der Wind von der ungünstigen Seite kommt. Ja, knapp 40 Sekunden sind es noch in der Qualifikation und so wie es aussieht, sind auch alle noch draußen. Deshalb sind wir da jetzt mal gespannt, wer da vielleicht jetzt noch einen Akzent setzen kann. Also es kommt gerade nochmal Florenz über Startziel. Kann er sich vielleicht verbessern? Nein, es sieht nicht danach aus. Auch Ronald Großmann kommt jetzt über Startziel, aber er kann sich gerade auch nicht verbessern. Aber alle beide haben ja noch die Chance, eine Runde zu fahren, weil das die Qualifikation wird zu Ende laufen. Auch Christian Scheins könnte es vielleicht noch knapp vorher über die Linie schaffen, aber nee, ich glaube nicht. Die Zeit, die er jetzt beim nächsten Zieldurchlauf fahren wird, wird auch seine letzte gezeigte Runde sein. So ja, und der ist auch gerade in die Box abgebogen, habe ich gesehen. Also die Qualifikation ist beendet. Alle Fahrer, die jetzt noch unterwegs sind, können ihre Runde natürlich beenden. Und ja, ich sehe Danny Engels, Stefan Zingler, Ricardo Hohmann, alle noch unterwegs. Thorsten Holzer auch und natürlich auch eben genannt Ronald Großmann. Ja, und auch Flo Hinz natürlich. So, die ersten, die jetzt ihre Runde beenden werden, sind Stefan Zingler und Danny Engels, die noch, sag ich mal, zum Favoritenkreis dazu gehören. Ricardo Hohmann gerade über Startziel, keine weitere Verbesserung. Ja, und Danny hat eine ganz brauchbare Zwischenzeit gehabt. Mit einer 1.19.2. Stefan Zingler jetzt auf Start oder war einer links in der Wiese? Das war nicht so schnell. Stefan Zingler verbessert noch mal ein bisschen, aber es reicht nicht zur Positionsverbesserung. Und Danny Engels? Nee. Das bessert sich nicht wieder. Also, wer könnte denn dann noch reinfahren? Totti Holzer kommt gerade noch über Startziel, aber auch da keine weitere Verbesserung. Ja, ich würde jetzt sagen, höchstens Ronald Großmann hätte jetzt vielleicht noch die Chance, da vorne reinzufahren. Der ist jetzt gerade vor der Schikane. Ja, das ist etwas schwierig, wenn der TV-Manager nicht läuft. Ja, da war er. Habe ich ihn gehabt? Wer ist das? Der grüne Wagen rechts. Aber ich kann sagen, doch, er hat sich noch verbessert auf die vierte Position in der 16.95. Also Ronald Großmann vorne 4. Und wir können mal zusammenfassen.
die Kiste Bier hat keiner von uns gewonnen. Ja, das ist ja eigentlich auch eine ganz beruhigende Nachricht, finde ich. Ja, also überraschend müssen wir sagen, Christian Scheins auf der 1 mit einer 16-5-2. Dahinter dann Danny Engels mit einer 16-6-2, gefolgt von Stefan Zingler 16-7-2, Ronald Großmann 16-9-5, 5, Thorsten Holzei 17-2-17-10, 6, Jonas Knapp 2-17-15. Und da springt es um. Was wir aber festhalten können, ist, dass die Wagen unglaublich nah beieinander liegen, also die Zeiten. Ich denke mal, da vorne wird sich jetzt echt, denke ich mal, eine große Kampfgruppe bilden, wenn da keine Zwischenfälle geben wird, und dann werden wir einige schöne Momente sehen. Aber es geht schon los. Die Wagen sind in der Startaufstellung, da sind unten Ampeln und der vierte Lauf für den FS Masters ist eröffnet und es kommen alle gut weg. Und Christian Scheins sehr guten Start erwischt, Stefan Zingler direkt dahinter und dahinter kämpft dann Stefan Zingler gegen, da muss ich jetzt ein bisschen witzeln, wer war das? Ich vermisse ein wenig Ronald Großmann, wo ist denn der Ronald, der scheint mir da was Ich habe gerade aufgefallen, die Übersicht verloren, aber ich glaube, also ich vorne, das ist ja Scheins. Definitiv. Und dann hinter den Engels und dahinter ein Kampf zwischen Stefan Zingler und Ronald Großmann. Wir haben nicht vor. Also das quietschgrüne Auto da hinten, das ist nicht Ronald Großmann, sondern der Wagen davor, jetzt Stefan Zingler. Also wir sehen hier einen ruhigen Start, es gab keinen Stress. Das ist eine sehr saubere, faire Area Fight, war das, können wir da sehen. Ja, und jetzt hat sich das Feld schon mal so ein bisschen sortiert. Und hier sehen wir das erste Mal durch die Rouge durch. Hoffentlich fliegt da keiner ab, aber es scheint größtenteils gut zu gehen. Und hinter Ronald Großmann ist es Jonas Lapp. Den Namen, der wollte mich nicht einfach. Jonas Lapp ist auch direkt dran und versucht da jetzt zu fighten. Also vorne Christian Scheins ist auch keinenfalls weg. Die sind hier alle nah beieinander. Da muss man nur einmal Kurve falsch erwischen und schon hat man den Gegner im Nacken. Er ist sogar vorbei. Jetzt kommen hier die ersten Windschatten-Spielchen, weil wir haben jetzt hier das erste Mal eine wirklich gute Vollgaspassage nach Startziel. Und ja, wollen wir mal gucken, ob das einer zum Angriff nutzen kann. Jo, hier haben wir noch einen interessanten Zweikampf. Mal gucken, was da jetzt noch draus wird. Gehen dann nebeneinander gleich in die erste Kurve rein. Das sind Andi Hund und Rainer Reitenberger. Rainer im dunkleren Auto. Und da kommt er sich auch gleich mal durchsetzen, oder? Ja, da lässt er die Tür sehr weit offen. Jetzt. So, mir scheint, es werden alle in den Top 5 gut durch die Schikanen durchgekommen. Da hat sie keiner verhauen. Also die Positionen scheinen erstmal gesetzt. Aber dann auf Platz 7 und 8 kämpfen Michael Scherer und Teanidji. Auch gleich mal hinspringen. Michael Scherer. Man sieht hier so allmählich, wie sich das Feld jetzt ganz langsam ein bisschen sortiert, auch wenn es hier immer noch sehr dicht ist. Aber die Two Wide von der ersten Runde sind doch erstmal aufgelöst. Der Anicic hat da gerade einen Fehler gemacht und wird nach hinten ein bisschen durchgereicht. Toni Anicic, das war mir gerade ein bisschen peinlich, der ist auch ein bisschen schnell nachgeguckt. Toni Anicic, ein Neuling, glaube ich. Er ist ja erst seit dieser Saison dabei und macht hier aber schon einen ganz zahmen Eindruck. Und jetzt wollen sie doch wohl nicht zu zweit in Oro schreien. Nein, das haben sie gelassen. Das ist nämlich keine so tolle Idee, weil man sich da berührt, dann kann es ja schnell zum Abflug kommen. Wenn man hier links aufs Gras kommt, dann ist es ja schon haarig, würde ich jetzt mal behaupten. So, und jetzt geht's vorne um Stefan Zingler gegen Danny Engels. Oh, und da hat Michael Scherer gerade nochmal einen ordentlichen Quersteher gehabt. Das hat ihn, glaube ich, jetzt auch eine Position gekostet, weil der ist durch da in der Mitte.
Und dann springen wir zu Engels, für den du gerade was angesagt hattest. Oh ja, ja. Interessant. Roland Hoffmann ist vorne, dahinter Stefan Zingler und links hier außen sehen wir Danny Engels. Also da brennt die Bude, würde ich sagen. Vorne Christian Schanz kann das ein bisschen nutzen und jetzt bremsen sie hier doch nicht zu dritt nebeneinander Kurve ein. Nein, das machen sie nicht. Stefan Zingler hier jetzt auf der Außenbahn gegen Ronald Großmann. Wer kann sich da durchsetzen? Ja, Stefan Zingler. Und Ronald muss dann direkt wieder aufpassen, weil der Danny Engels hinter einem ist. Und in so einer Situation ist die folgende Schikane wirklich sehr schwer anzubremsen. Weil sollte man sich hier vertun, fehlt einem unglaublich viel Speed für die lange Gerade und dann wird man geschluckt von allen. Aber jetzt kommen sie hier wieder ganz gut durch. Aber Danny Engels scheint doch jetzt hier recht nah dran. Na, das sind so ein paar Meter. Aber ich denke mal, der Windschatten wirkt schon. Und dann muss der Ronald jetzt gleich aufpassen in der nächsten Anbremsphase. Ja, das hat man vorhin schon gesehen. Der Danny hat ein bisschen einen Gewichtsnachteil. Der ist nämlich mit 60 Kilo unterwegs. Und das macht vor allen Dingen auf dem Bergauf, in der Bergaufpassage auf der Gegend gerade sehr, sehr viel aus. Da merkt man wirklich jedes Kilo, weil so viel Leistung hat das Auto dann halt doch nicht. Es wiegt zwar nicht viel, aber Leistung ist nicht da, sodass sich da jedes Kilo merkbar macht. Ja, also wir versuchen mal so ein bisschen zu reflektieren. Vorne Christian Scheinz, dann Stefan Zingler, Roland Großmann, Danny Engels, Jonas Lapp und dahinter Thorsten Holzei. Und dann ist die erste große Lücke und dann können wir direkt mal hinschalten. Ab Platz 7 ist dann nämlich ein sehr schöner Kampf zu sehen zwischen Ricardo Homas, Roman Toni Adige und Björn Reichert. Vorne im Bulten-Auto, das ist der Ricardo Hohmann. Das rote Auto in der Liquid Molly-Lackierung, das müsste der Björn Reichert sein. Und ja, das, damit Sie etwas das auch etwas unterscheiden können. Hier rechts fährt jetzt, glaube ich, gerade der. Das schwarz-weiße Auto ist Toni Adicic. Der da jetzt auch gerade ein bisschen durchgereicht wird, hat man noch. Bildschirmrand gesehen. Hat aber dann letztendlich doch seine Position nochmal verteidigen können. Hier jetzt wieder auf der in der Zahnbürstenkurve. Ja, und wir sehen schon die ersten, den ersten Boxenstopp und das ist Florian Hinz. Vielleicht gerade nicht im Bild, aber der macht schon seinen ersten Boxenstopp und das ist auch vielleicht gar nicht so unklug. Also er macht ihn jetzt recht früh, kommt, denke ich mal, jetzt auch durch. Also diese fehlenden 6% Tankinhalt, die der Stefan eben angesprochen haben, müssten damit ausgeglichen sein. Also wenn er jetzt 100 drin hat, dann scheint es auch dann bis zum Ende reichen. Und ja, also er hat natürlich dadurch jetzt den Vorteil, dass er freie Fahrt hat, weil er ist jetzt ganz hinten, aber da ich denke mal, dass alle anderen erst ganz, ganz spät zum Stop kommen werden, wird er wahrscheinlich gleich auch ganz schön Verkehr haben. Aber jeder wie er mag, muss er selber gucken, dass er mit klarkommt. Und ja, vorne sind wir jetzt auf jeden Fall. Wenn ich mir jetzt nicht vergucke, ist Jonas Lapp auch an Danny Engels vorbei. Also Danny Engels hat hier ganz schön zu kämpfen. Und jetzt hier ist hier eben ja, der Florian Hinz mit den kalten Reifen. Da muss er natürlich aufpassen. Er will natürlich jetzt pushen ohne Ende. Aber nicht zu sehr, sonst landet er aus. So, Danny Engels muss ich jetzt auch verteidigen gegen Thorsten Holzei. Ich hoffe, dass wir das gleich wieder im Bild haben. Ja, da sind wir wieder bei Danny. Da sieht man jetzt, das ist eben genau das Bergaufstück, was ich vorhin angesprochen habe, wo Danny einfach einen Nachteil hat. Gucken, ob er was draus machen kann, aber ich glaube, das ist jetzt auch bemerkbar.
Ja, vorne Christian Scheidt, der ist hier wirklich erstaunlicherweise, meiner Meinung nach, hat sich hier jetzt absetzen. Also der hat schon ganz schön Vorsprung. Vor dem Stefan Zingler, das ist natürlich alles noch nichts nennenswert, aber mir scheint es wirklich, als ob er jetzt konstant da vorne in der Pace gehen kann. Und ja, kann ich vielleicht jetzt hier auch durchsetzen. So, wir sehen hier Thorsten Holzer jetzt an Danny Engels vorbei, aber der Danny will da direkt eigentlich wieder zurück. Versucht jetzt hier ein bisschen innere Linie, da ist er natürlich ein bisschen ein Nachteil eigentlich für den zweiten Scheitelpunkt, aber er macht es ganz gut. Jetzt hier aber, glaube ich, nicht nah genug dran für den Angriff auf Kurve. Jetzt wollte was sagen und in dem Moment habe ich es aber auch wieder vergessen. Ich bitte das auch zu entschuldigen. Wollte aber sagen, dass auf Platz 8 und 19 Patrick Tessarek und David Bormann ganz schön eng miteinander kämpfen. Oh, da auch sehr quer in der Orange und da kommt er auch schon aufs Gras und das sind genau die gefährlichen Szenen. Jetzt hat er auch noch Dreck auf den Reifen, das merkt er jetzt hier in dieser Kurve. Aber... Nee, hat keine Kontaktlichkeit mehr und der ist erstmal vorbei. Ein teaminternes Duell in dem Fall. Beide Fahrer des WRT-Teams. Ja, dazu vielleicht noch kurz gesagt, Stallorder ist nicht verboten. Soweit ich weiß, oder? Was? Es steht nicht im Regelwerk, dass es verboten ist, aber also, es sollte nicht angewandt werden. Aber das ist ja eine ungeschriebene Regel. Also es gehört quasi zum guten Ton. Wir werden jetzt keinen Funkspruch vom ja, an den David Bormann hören, wo der Teamchef dann sagt, Tessarek is much faster than you. Did you confirm this match? Aber kleiner Spaß am Rande. Aber ich denke mal, es ist wirklich eine nette Sache, wenn man teamintern wirklich miteinander fightet, wenn man sich da nichts schenkt. Das ist auch, glaube ich, Sinn der Sache. Das bringt erstens einen großen Spaß und ist ja auch förderlich für den Wettkampf, weil jeder will natürlich das Maximale aus seiner Leistung macht. Jeder will so weit vorne landen, wie er nur kann, wie er es eben schafft. Und da hat man auch vor dem eigenen Teamkollegen nicht halt. Aber natürlich alles nur im fairen Rahmen. Ja, und in der Zwischenzeit sich hier Dietmar Topka herangeschlichen, aber der schafft es nicht, verliert er sogar noch eine Position. Da hat er sich aber ungeschickt angestellt. Das hätte nicht passieren sollen. Kommen da jetzt auch gleich wieder in Formation in den interessanten Streckenteil mit der Eau Rouge. Aber das ist kein Problem, da sind sie schon wieder ausreichend weit auseinandergezogen. Haben auch wieder einen kleinen Querschläger gesehen. Aber das ist in der Kurve eigentlich beinahe Standard, um kriegt das Auto einfach so viel Auftrieb, dass man es eigentlich nur schwierig auf der Strecke halten kann. Wir springen mal wieder etwas weiter zurück. Da ist nämlich auch noch ein interessanter Zweikampf. Das sind in dem Fall Kevin Ortay und Florian Hinz. Florian Hinz im Moment auf dem letzten Platz. Wenn mein Monitor hier das richtig anzeigt, wundere mich gerade etwas. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Aber er ist auf jeden Fall sehr weit hinten, genau wie Kevin Ortay. Für Florian Hinz auch sehr ungewöhnlich. Kevin Ortay hätte ich jetzt nicht unbedingt an der Spitze erwartet, aber Florian Hinz ist damit sicherlich nicht zufrieden. Florian Hinz hat aber auch schon seinen Boxenstopp gemacht. Ich weiß nicht, ob du das eben mitbekommen hast. Also der muss nicht mehr in die Box, deshalb muss man das ein bisschen anders bewerten. Thank you.
Ja, und Christian Schein, der Spitze, der scheint sich an die Position mittlerweile gewöhnt zu haben. Hat da auch schon einen kleinen Abstand vor Stefan Zingler, den man da hinten noch im rot-weißen Auto sieht, vom BST-Team, und dahinter Ronald Groß, der aber auch schon wieder ein ganzes Stück weg ist. Also wenn er so fehlerfrei weiterfährt, dann hat er heute tatsächlich sehr gute Chancen. Ja, wenn man jetzt mal so die ersten sechs Runden sich anschaut, dann sieht es wirklich so aus, als ob könnte Christian Scheins, Stefan Zingler und Ronald Großmann könnten sich da vorne so ein bisschen wegmachen. Dass die es vielleicht dann auch unter sich ausmachen. Aber ich würde den Danny Engels nicht so sehr abschreiben. Du sagst eben, er hat Zusatzkilos, jede Menge dabei. Und ich könnte mir vorstellen, dass sobald der Tank dann auch ein bisschen leerer wird, er dann auch mehr in Fahrt kommt. Weil wir haben ja gesehen, in der Quali war er ja eigentlich richtig vorne mit dabei. Das ist richtig. Ich glaube, er hat so ein bisschen das Problem gehabt, dass er am Anfang in den Zweikämpfen halt noch viel Zeit verloren hat und sich letztendlich eben durch sein höheres Gewicht nie durchsetzen konnte. Ja, und er hat jetzt so ein bisschen den Anschluss an die Spitze verpasst. Ob er ihn wieder aufschließen, dann wird man sehen. Also er fährt im Moment auf dem vierten Platz rum und ist noch nicht so weit weg. Hat aber natürlich auch zu kämpfen mit Thorsten Holzer, der dranbleibt. Im Gegensatz zu Jonas Lapp, der musste wieder so ein bisschen abreißen lassen, der ist ein bisschen zurückgefallen. Und hier sieht man übrigens wieder den teaminternen Zweikampf zwischen Tesarek und Bormann. Die haben sich da irgendwie immer noch nicht sortiert. Sich da noch nicht so ganz einig, wer da vorne sein darf und wer nicht. Hier in der Doppel-Links, die ist so schon sehr schwierig anzufahren, und wenn man so dicht hinter jemandem herfährt, wie in dem Fall jetzt David Bormann hinter Patrick, dann ist es eine sehr haarige Sache, aber sie haben es hier irgendwie noch gut geschafft. Beide durchgekommen. Das war schon so ein fast ein bisschen Kampflinie, was Patrick da vorne gemacht hat. Ist die Kurve sehr weit innen angefahren, und das kann hier David auch gleich nutzen und setzt sich innen daneben und müsste vorbei sein. Dahinter geht es mit Dietmar Topka und Andreas Freitag recht lang zu. Andreas kommt jetzt aus dem Windschatten raus, hat hier jetzt ein bisschen die Außenbahn. Das ist schwierig, das wird nicht schaffen. Die Start-Ziel-Schikane. So, hier sehen wir jetzt das Duell Christopher Börste gegen Tony Anigi. Und die sind auch ganz aneinander. Christopher Börste hier im grünen Auto und Tony Anigi im Schwarzen, und der setzt sich hier neben und dann gibt's da den Kontakt, und das sah mir jetzt nach einem... Da ist er, da hat er das ganz schnell aufgegeben, um da keinen Massencrash zu verursachen. Da hat er einen leichten Fehler gemacht, ich habe die Entstehung gar nicht so richtig gesehen. Plötzlich war er am Kreiseln. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Dass es da nur einen Kleinkontakt gab, aber ja, er scheint jetzt nicht mehr... Oh, und dahinter gerade auch, das müsste Klaus Neumann gewesen sein, der da sehr, sehr quer war.